Mit Version 1.39 der Software TurbiDynaVox Control haben Sie nun die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Benutzerkonto innerhalb von Control anzumelden, um Ihre persönliche Wortvorhersage zu sichern und die Einstellungen zwischen zwei Geräten zu synchronisieren. Sie melden sich an, indem Sie unterhalb des Bildschirms schauen, das Offscreen-Menü zu öffnen, auf die drei Punkte zu schauen und anschließend auf das Zahnrad, um in die Einstellung zu gelangen. Hier haben Sie oben links nun die Möglichkeit, sich mit einem Benutzerkonto anzumelden. Sie können hier Ihr bereits vorhandenes MyTurbiDynaVox-Konto verwenden. Dieses wird automatisch auch für Control nutzbar sein. Haben Sie noch kein Konto, können Sie ein eigenes erstellen, indem Sie auf Konto erstellen schauen und sich hier nun durch die Einstellungen navigieren und die entsprechenden Angaben für Ihr Konto machen und dieses anschließend erstellen. Haben Sie ein Konto, können Sie, wie gesagt, sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Passwort anmelden, sich dann einloggen. Sollten im Nachgang dann entsprechende Änderungen zwischen diesen Geräten und der Sicherung auf der Cloud ausgemacht werden, so haben Sie die Möglichkeit, diese Änderungen herunterzuladen und auf das Zweitgerät zu synchronisieren. Wenn Sie es nicht tun, klicken Sie auf Behalten und Sie sind nun mit Ihren Informationen eingeloggt und können sich nun auf einem Zweitgerät mit den identischen Anmeldedaten anmelden, um mit der gleichen Wortvorhersage und mit den gleichen Einstellungen zu kommunizieren und zu arbeiten.